Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und im Unboxing, ach Quatsch, im Unboxing, Odin war shoppen, habe ich ja gerade, wartet mal, ich muss euch ein bisschen runter machen. Habe ich ja, ach Mensch, wieso will denn der jetzt nicht? Ach, so, habe ich euch ja gerade die Verpackung gezeigt von dem Stuhl. 3 bis 18 Monate, 6 bis 3 Jahre, also 6 Monate bis 3 Jahre oder 3 bis 10 Jahre. Da kann man dann halt hier die Platte ändern. So, da könnt ihr dann so ein bisschen besser sehen und da könnt ihr dann hier auch das sehen, das Bild. Ich werde mal versuchen ran zu zoomen. So, da könnt ihr das sehen hier besser. 6 bis 18 Monate, da ist dann praktisch hier ein Tisch mit bei. Ja, wenn man halt anfängt mit Füttern und später irgendwann zwischen 6 Monaten und 3 Jahren sollte das Kind dann eigentlich auch selber anfangen zu essen, also selber sich Essen zufüllen mit einem Löffel oder mit der Hand, mit einer Stulle oder so. Und dann kann man das Brettchen vielleicht am Anfang noch lassen, aber man kann es dann halt auch wegmachen. Dann hat man dann halt hier nur so ein Bügelchen, ja, damit es nicht nach vorne kippt. 6 bis 3 Jahre und 3 Jahre bis 10 Jahre. Da hat man dann hier halt, kann man die Sitzfläche von oben nach unten machen. Das ist das Stecksystem. Und dann hier unten die Platte drin für die Füße. Ja, und dann kann ein Kind halt mit am Tisch sitzen. Wartet mal, ich mach mal nochmal groß, dass ihr das besser seht. So. Oh, scheiße, ey. Das scheiß EKG-Klebeband. Die haben hier so Klebeband hier voll gekleistert, damit das EKG-Zeug nicht abgeht. Ist echt nervig. Hier sitzt ein kleines Kind dran, ja, am Tisch, ohne Brettchen. Beine sind frei und der Große sitzt dran und die Füße sind abgelehnt. Die gibt es halt in weiß, in braun, in schwarz, in dunkelgrau. Also das ist so ein Schwarz, was so gräulich sein soll, und in grau. Ja. Und, na komm, ist doch nicht. Achso, ich habe vergessen, zu Zoom wegmachen. Den wollen wir jetzt mal auspacken und aufbauen. Meine Frau weiß noch nichts von ihrem Glück. Ja, weil ich wollte, ich habe es im Odinwar Shop mir gesagt, ich wollte den ja eigentlich erst nächsten Monat holen, weil der eigentlich teuer ist. Der kostet 89 Euro nonst. Meine Frau hat sich unbedingt weiß gewünscht. Der braune wäre 10 Euro billiger gewesen. Und jetzt habe ich ihn für 58 oder 59 Euro gekriegt, da war, ist bei Amazon gerade eine Aktion, dass der billiger ist und da musste ich einfach zuschlagen. Ging nicht anders. Da habe ich gedacht, wenn du jetzt wartest, nächsten Monat, wenn du kannst, weil diesen Monat durch die Klamotten halt ein bisschen viel kam und also diesen Monat halt wirklich scheiß viel Ausgaben gehabt. Die Klamotten für die Kleine, die Klamotten für die Große, Klamotten für mich. Also kurze Hosen für den Sommer, weil ich muss ja so noch Socken, Sneakersocken holen. Meine sind halten nicht mehr so schön, die sind jetzt schon ein bisschen labbrig. Und eine neue Brille, wie ihr hier seht. Neue Brillen gestellt, die Gläser sind die alten und die haben sie halt angepasst. Aber die Stelle alleine 70 Euro. Das war das einzige Stelle, wo meine Gläser drin gepasst hätten, sonst wird es noch teurer gewesen. Ja. Ging nicht anders, leider. Wartet kurz. So, wenn man vom Teufel spricht, Frau kommt, Kind kann nicht schlafen. So, wir machen aber trotzdem weiter. Frau hat, freut sich jetzt. Jetzt weiß sie, was es ist. Und ich habe sie halt die ganze Zeit aufgezogen. Da kommt ein Geschenk für Juna, zwei Geschenke, ganz groß. Und wir haben vorhin halt noch gesagt, macht Musik und Licht. Der Scheiß kommt aber nicht hier hoch, kann unten mit dir Lärm machen. So, jetzt hat sie den gesehen, aber die weiß ja noch nicht alles. So. Jetzt weiß er alles. Ja, weiß. Warum weiß? Weil meine Einrichtung weiß es. Das ist mir doch egal, ob deine Einrichtung weiß es. Weil dir weiß gefällt und du dir weiß gewünscht hast. Ja. So. Ah, hier guck ich, steht auf Safety. Und wir hatten nämlich bei Rossmann hatten sie den für, ich mach mal Kamera kurz was höher, so, da hatten sie den ohne Tisch für 49.
Und dann hab ich ja den bei Amazon in meine Wunschliste gepackt. So. Aber mit Tisch. Und mit Tisch sind die halt was teurer. Und wie gesagt, der sollte... Ach, hier ist das nächste. Hier ist dann nochmal was. Och, das sind aber viele Einzelteile. Sollte 89 Euro kosten. Und dann hatten sie ihn jetzt im Angebot für 59 oder 58, was ich bezahlt habe. Ach, jetzt sind die Seitenteile. Ja, und dann musste ich einfach mal sagen, ja, das... Scheiße, dann kannst du doch nicht noch einen Monat warten, dann musst du jetzt zugreifen. Du weißt ja nicht, wie lange das noch so billig ist. Ich hoffe, da ist auch eine Aufbauanleitung mit bei. Ah ja, hier, die kannst du mir dann vorlesen. Und mir sagen, was ich woran machen muss. Oh, Styropor. Hoppala. Achso, ist unten festgeklebt oder was? Willst du mich verarschen? Wer klebt denn da unten was fest? So. Das Tischchen. Das Tischchen. Was? Ja, der Tisch, der Stuhl, der muss halt noch lüften, auslüften. Platte. Oh, eine kommt noch. So. Und noch eine Platte. Jetzt haben wir aber, denke ich mal, alles. Hoffe ich. Also hier ist nichts mehr drin. So. Oh. Eigentlich ist das Aufbauen kinderleicht. Ich muss nur gucken, ob das Werkzeug mit bei ist. Ach, wartet, ich muss euch wieder runter machen. Ein Schraubschlüssel. Was, ein Schraubschlüssel? Habe ich nicht. Schraubenzieher habe ich. Empfehle ich euch auch, bevor ihr überhaupt anfangt, irgendwas aufzubauen, nehmt die Ersatzteile, also die Teile zum Zusammenschrauben, breitet die auf den Tisch aus, sortiert die zu den richtigen Größen. So. Man sieht dich nicht, man sieht nur bis hier. Sortiert die richtigen Größen und guckt auf der Anleitung, wie viel ihr von was braucht. Sonst steht ihr da, wie beim wo wir die Schränke aufgebaut haben, dass da entweder zu viel oder was zu wenig da war, da halt aus einem anderen Paket was genommen, weil davon war zu viel. Weil es ist ja auch blöd, ihr fangt was an zu bauen und dann könnt ihr das nicht fertig bauen, weil irgendwelche Schrauben fehlen. So. Dann haben wir das. In verschiedenen Größen. In groß und klein. Schrauben. Na, von den langen müssen es 10 sein. 10 Stück? Mhm. Okay. Das sind 2, 4, 5, 6. Ach, hier ist ein Imbus. 7, 8, 9. Das wird ohne langer sein. 10, genau. Das sind 10 Stück. Ja, kurze 2. Kurze 2 haben wir. Und dann sind noch 4 normale Schrauben irgendwie. Mhm. Ist auch richtig? Ja. Richtig. Die runden Dinger 4 und davon 2. Ja. Gut. So, wo fangen wir jetzt an? Also guckst du, ob alle Teile dabei sind? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Also wir haben zweimal dieses Y. Mhm. Dann haben wir 2 Platten. Mhm. Eine kleine und eine große und ein Tischchen. Dann haben wir eine Lehne. Ja, einmal. Dann haben wir nochmal hier so ein Ding. Ihr Bogen. Das denke ich mal für unterhalb der Lehne. Dann haben wir noch
Das Vorderteil? Bügel. Mhm. Ach, steht da, Bügel heißt es. Nee. Okay. Und drei Bretter. Ja, okay. Und Leute, glaubtet mir, ich spreche aus Erfahrung, wie gesagt, ich hatte so einen Stuhl schon. Für die Kleine, für die, was jetzt die Große ist. Die Dinger sind einfach geil. Die wachsen mit. Die kann man gut abwaschen. Qualität ist geil. Also wenn der genauso ist wie der, den ich, und das ist eigentlich eine gute Firma, wie ich den, wo ich den hatte, ich weiß nicht mehr, wie gesagt, welche Firma das war, dann ist das wirklich cool. Und wie gesagt, der wächst mit. Da habt ihr was bis 10 Jahre. Teilweise so ja, opala, teilweise so ja 11 oder so. Wenn ein Kind nicht zu schnell wächst und da noch hochpasst und Gewicht nicht so ist, dann passt das alles eigentlich ganz gut. Meiner ist dann ja damals von mir zu meiner Mutter gegangen, dann hat meine Mutter den noch für meine Nichte benutzt gehabt. So. Oh. Na, dann nimmst du dir ein Seitenteil und dann fängst du mit der oberen Lehne an. Also verpackt haben sie es echt gut. So. Ich habe gedacht, man kann abstreifen wie so ein Kondom, aber geht nicht. Sträubt sich. Nee, festgeklebt ist es nicht. Es ist halt Klebeband dran, aber... Ach so, das ist auch noch dazwischen, damit das nicht zerkratzt oder so. So. Ja, mein Schätzchen. So, dann haben wir, und wir fangen jetzt mit den Y-Teilen an. Ich hoffe, es klappt mit dem Kabel diesmal. Wartet mal, ich muss mal, ein bisschen mehr rummachen. Die Sonne scheint hier dann schön rein. Und mein Bärenfell muss ich mal hier wegmachen. So. Ah, da klebt noch Folie, okay. So. Ich denke mal, das mit den Riffeln ist Innenhase. Also praktisch für euch, damit ihr jetzt seht, hier sind so Riffeln drin. Da kommen denn, könnt ihr denn die Bretter zustecken. So, haben wir. So kommt es dann hin. Mit was fangen wir an? Mit der oberen Lehne. Mit der oberen Lehne fangen wir an. Ja, wo dieses Safety. Wo Safety draufsteht? Safety wie heißt Safety ST heißt? Safety First. Ach, Safety First heißt es. Ich und ST ist First. Na, ich kann kein Englisch, das weißt du doch. Nö, nee, so rum. Nee, andersrum. Safety First muss lesbar sein. Ist doch lesbar. Nee, ist auf dem Kopf. Ach so, ist auf dem Kopf. Das habe ich nicht gelesen. Ich habe gesagt, Safety erste oder so. Erste Safety oder so wird das bestimmt heißen. Ja, ich kann ja kein Englisch. In so einem Moment ist das echt kacke und peinlich. Ja, da hast du recht. Tja, siehst du, ich sehe wenigstens ein. So. So, da brauchst du jetzt gleich Schraubenzieher und den Imbus. Nee, Schraubenzieher brauche ich nicht. Nö, das geht mit einem Imbus. Das kommt ja da rein. Genau, man muss erstmal das abschrauben. Ich bereite am besten mal zwei vor. Falls es beim anderen schnell gehen muss. Machst erstmal eine Seite. Ja, ja. Also erstmal schraubst du das an einem Standfuß fest. So. Genau. Ja. So. Und kommt von der Seite die Schraube ran und von hinten das. So, dann kommt das so rein. Einen Schraubenzieher brauchst du, um das festzuhalten. Ach so? Damit sich das nicht mitdreht, wenn du die Schraube reinschraubst. Scheiße, dann muss ich noch einen Schraubenzieher holen. Ja, wir versuchen erstmal, ob es so klappt. Also da ist ja natürlich besser, wenn ihr das zu zweit macht, dass einer festhalten kann. Aber das geht jetzt nicht,
Weil meine Frau kommt garantiert nicht ins Video. Schüttelt schon mit dem Kopf. Außerdem können wir ja die Kleine auch schlecht alleine auf der Couch liegen lassen. Ja, ist zu mobil. Ja, habe ich schon erzählt im Video davor, dass sie jetzt anfängt, wo ich die Bodies gezeigt habe. Wie heißen die Dinger? Strampler heißt das, was Frauchen geholt hat. Die ist halt so mobil, die Kleine. Und deswegen haben wir halt die Strampler, also Frauchen, die Strampler geholt. Und irgendwann hat sie noch gekauft, was ich vielleicht im Video später mal zeigen darf, was ich nicht auspacken durfte. Ja. So. Nee, das kommt erst später ran. Du musst... Nee. Später? Ja. Okay. Das kommt erst später. Jetzt das Teil, das da drunter kommt. Ach, das? Ja, mit den Schlitzen nach unten. Wartet mal, ich mach euch mal ein Stück nach unten. Oh, nicht wundern, dass ich so schwitze. Wie gesagt, ich habe mit einem Herz. Aber der Arzt hat was anderes gesagt. Der hat gesagt, ist kein Problem, wenn das Herz mal aussetzt. Das ist... Nee, das musst du eine Sprosse höher machen. Nee, geht nicht höher. Ach so. Das ist hier. Okay. Anders passt das nicht, Hase. Das ist kein Problem, wenn das Herz abends einfach mal nicht schlägt. Hat er gesagt. Meine Frau ist Krankenschwester. Die ist, meine Frau ist ja Krankenschwester-Ausbilderin, die kann Krankenschwestern ausbilden. Die wusste ja nicht, was sie sagen sollte dazu. Das ist wirklich nicht eine große Höhe? Nein, da ist nur eins noch. Ach so. Und das ist halt zu dünn, zu klein. Da passt das nicht. Was macht sie denn da? Die versucht sich gegen eine Couchlehne zu drehen. Und wieso mal so gluckert dein Magen? Das gluckert richtig. Ja, ich weiß. Gluck, gluck. Gluck, gluck. Vielleicht kriegt sie heute Armut, weil wir konnten ihr heute keinen Brei geben, weil wir ja unterwegs waren beim Kardiologen und das alles länger gedauert hat. Vielleicht kriegt sie heute auf dem neuen Stuhl Abendbrei. Klar kann sie sitzen. Alleine nicht. Fast. So, jetzt? Jetzt musst du dir so ein Brett nehmen. Ja, so ein Brett. Und das kommt quasi in die Rille über dem Y. Da. Ja. So. Ja. Ach so, dann warte mal. Dann am besten so, dass die Schraube nach unten ist, wa? Dass man die nicht sieht und dass das Kind dann nicht mit dem Fuß auf der Schraube ist. Baby, Schatzi, so. Was machst du denn? Guck mal. Lass sie doch. Was machst du denn da? Kriegst du keine Luft mehr, Mensch. Die kriegt doch nur Luft, die war doch nicht ganz drunter. Doch, die macht den Kopf immer, der wandert erst immer auf die Couch. Lass sie doch. Vielleicht will sie das gerade. Ja, dann wieder so eine lange Schraube. So. Und genau das gleiche Prinzip wie die anderen. Ah, ich werde jetzt einfach mal, dass es schneller geht hier, die langen schon mal alle abschrauben hier. Dann kann man besser hintereinander wegarbeiten. Also wenn ihr das gerade guckt und Eltern seid, oder beziehungsweise, nein, jetzt nicht Eltern seid, oder allgemein guckt, oh Gott, ihr seid Krankenschwester, Arzt, erwachsen, könnt logisch denken, habt Biounterricht in der Schule oder so, könnt ihr gerne mal unter dem Video kommentieren, ob ein Herz, ein gesundes Herz, abends einfach mal so aufhören darf zu schlagen. Weil der Arzt ist ja der Meinung, das ist kein Problem. Wenn da mal 5 Herzschläge hintereinander nicht kommen, ach, macht nichts. Zusätzlich kommt noch Strafverstärkung, das wusste ich nicht, weil ich mich da nicht auskenne. Das wusste nur meine Frau. Das werden jetzt vielleicht die Ärzte und Krankenschwestern unter euch verstehen. Mein Puls war in der Zeit, wo ich keinen Herzschlag habe, unter 40. Also ich sehe da nur Wellenlinien und so. Ich habe da überhaupt nicht durchgesehen. Das hat mir meine Frau danach heute erstmal erzählt, dass das unter 40 ist fast tot.
Lebensgefährlich. Wusste ich nicht. Juna. Mäuschen. Lass es doch. Ja, die macht wieder das Gleiche hier. Mit Finger im Mund und dann auf. Die will sich strecken. Die macht gleich wieder Hohlkreuz. So. Ja, bist du wieder kotzt, wa? Bist du wieder kotzt? Ja, wenn denn richtig, wa? Die wollen ja keine, die kommt ja nach mir, die wollen ja keine halben Sachen machen. Halbe Sachen machen wir nicht, wa, Juna? Ja. Das war aber zum Schluss, war kein echter. Das war wieder so ein vorgetäuschter Husten. Nee. Das verschluckt sich. Also ihr braucht im Prinzip keinen Schraubenzieher. Das dreht sich nicht wirklich mit. Wenn ihr das einmal so halbwegs drin habt, kann sich das nicht weiter wegdrehen. Ach, so, habe ich. So, jetzt kommt das Brett unten am Fuß. Genau das Gleiche. Ach, guck mal, hier ist der Lack ein bisschen doppelt. Mhm. Aber egal. Mit dem Loch nach oben. Achso, das Loch dann nach oben? Ja, ja. Okay, so, hab ich. Ja, ich das schon. Warte, dann muss ich mal. Das muss ich anders machen. Das muss ich so hindrehen, dass ich das vielleicht ein bisschen, dass ich da ein bisschen besser rankomme. Warte, guck, guck. Guck, guck. Schätzelein. Also das Loch ist jetzt nicht nach unten, das ist nach hinten. Ja, aber oben. Wenn du ja. Von ja, und man soll es ja auch nicht sehen. Ja. Du wanderst hier rum, meine Güte. Schatzilein. Papa hat es geholt für dich. Kleine Wandermaus. Und baut es extra jetzt auf für dich. Dann kannst du denn, wenn du isst, in Zukunft sitzen. Weil jetzt momentan haben wir sie liegend. Naja, halbliegend in der Wippe. Halbliegend in der Wippe. Weil, ja, wir wissen nicht, wie wir das anders machen sollen. Wir können sie ja nirgendwo schlecht hinsetzen, wo sie immer hin und her kippt. Ja, und auf den Schoß geht ja nicht. Und auf den Schoß geht nicht. Ja, nach vorne. Oh, Schatze, ich muss das, glaube ich, Hase, abmachen. Wieso? Ne, weil sonst kommt es nicht richtig ran. Da ist ein bisschen viel Lack drauf. Und dann ist es nicht. Ja, das ist dann nicht richtig bündig. Siehst du das? Da haben sich Nasen gebildet. Nasen. Ja, guck, das sind mehr als Nasen. Aber da sieht man mal, dass er wirklich viel ranmachen. Das ja, halt auch ja, aber man muss aufpassen, nicht, dass es an der Seite jetzt abblättert, wo man es sieht. Ich versuche nur hier oben zu machen. Oder das. So, jetzt sollte es besser gehen. Nee, auf der anderen Seite ist es nicht. Weil hier hat sich nämlich das schon eingekerbt. Und ich habe schon zugeschraubt gehabt, aber kam trotzdem nicht richtig ran. Also war eine richtig fette Lücke. Sollte jetzt nicht mehr sein. Jetzt sollte es vernünftig zugehen. Ja. Jetzt ist es schön. Ist immer so typisch. Und das andere Brett, weiß ich schon, wo dran kommt, kommt ja auf der anderen Seite. Richtig. So. So, das. Das andere kommt dann. Loch nach.
Loch nach. Warte mal. Na, so ist doof. Ja, so. Nee, genau so. So rum. Ja. So. Loch nach. Nee, oder? Das ist. Das, nee. Nee, das Loch ist jetzt nach oben. Das Loch muss nach unten. Nach unten? Nee, dann sieht es ja doof aus. Dann ist das Loch auf der anderen Seite. Dann ist jetzt so. Guck dir an. Da, wo mein Finger ist. Der Bolzen muss nach unten. Achso, ist ja jetzt so, oder? Mhm. Achso. Nee, ich kann es halt nur so, ich habe es jetzt so gemacht, dass das Loch, wo man die Schraube ist. Der Bolzen muss nach oben und das in die Löcher. Ja, ja, das ist ja so. Aber ich habe es halt so gemacht, weil so ist halt die Schraube hinten. Wenn ich es andersrum mache. Ja, aber so steht es in der Anleitung. Wenn ich so rum mache, ja. Das geht auch. Ja, und so steht es in der Anleitung. Dann ist die Schraube aber nach vorne. Wenn du dann anguckst, dann siehst du die Schraube. Wir wollen ja nicht die Schraube sehen, deswegen mache ich. Nee, aber so steht's ja. Ja, der Bolzen ist ja oben. Ich drehe es einfach nur einmal um und dann ist die Schraube. Der hier? Der Bolzen. Der ist oben, unten. Ja, der ist unten. Ja, der soll aber oben sein. Der geht nicht oben. Oben ist immer die Schraube. Wenn ich das jetzt umdrehe, so, dann ist er trotzdem oben. Nee. Unten. Umdrehen. Einmal. Nee. Anders. So. Ja. Geht nicht, weil da ist die Schraube. Hier ist die Schraube, hier muss ich durch. Das geht nicht. Der geht nur so. Nee, gib mir mal das Teil, ich zeig dir. Nee, das Brett. Das Brett muss die Anleitung, also... Das ist jetzt die Rückseite vom Stuhl. Ich weiß. Hier, das hinten. Ja. Gut. Ich weiß. Und laut Anleitung muss das so. Geht nicht, gib mal her. Also auf der Rückseite soll man keine Schrauben sehen. Dann sieht man aber, wenn man reinguckt, hier die Schrauben. So geht das nicht, weil hier muss ich rein wie mit der Schraube. Ich könnte das jetzt so machen, dann ist es immer noch auf der Rückseite, so. Aber dann ist die Schraube, wo es festmacht, dann siehst du die nach innen. Und hier geht es ja nach hinten. Ich mache das lieber so, weil dann guckst du schon mal die Rückseite an. Ja, weil hier hast du ja auch, guck mal, hier siehst du ja auch die Schrauben, die hängen alle nach hinten. Also das wäre jetzt nur für mich das Logische. Und ach, selbst wenn, wer guckt sich den Stuhl schon an? Jeder guckt das Kind an. Und wenn sie da schön rumsaut, dann erst recht. Sie hat ihr Schnuffeltuch. Ich weiß. Ach so. Das habe ich ihr gegeben. Ach so, das hast du ihr gegeben. Ja. Du hast Katzenhaare hier überall, Schatz. Nicht von mir. Ja, von den Katzen. Ja, klar, von den Katzen. Aber von wo sonst? Dem Tuch hier. Nein, das kann nicht sein. Da, wo sie gerade durch... Das kann nicht sein. Aber auf dem Schnuffeltuch, wo lag denn das die ganze Zeit? Da musst du dich irren. Ist doch nicht... geschafft. Mit der Hand? Nee, so nicht. Umgekrempelt. Guck mal. Ja. Entschuldigung. Nee, ist gut. Lass mal. So. Oh, scheiße. Ja. Das reißt hier schon. Ja, weil das hast du so festgemacht. Nee, hab ich nicht. Ja, doch. Minderwertige Qualität. Würde Brett eine Macke haben. Aber egal, ich mach's halt was lockerer. Ja, weil du das immer festziehst. Nein, das ist, ich hab nur festgeschraubt. Nach fest kommt kaputt. Nach fest kommt ab. Ja. Aber nein, das war nicht nach fest kommt ab. So,
Und jetzt brauchen wir einfach nur das andere Ding draufpacken. Jetzt kommt noch der Bügel. Der Bügel? Ja, zwischen die obere Lehne und die untere Lehne. Aber frag mich jetzt nicht, wie rum. Na, so rum. Das muss ja so sein. So. Na, so, dass der Gurt passt, ne? Ja. Mit dem Gurt. Das kann auch nur auf eine Art passen. So, also nur so. Und jetzt die kurzen Schrauben musst du dafür nehmen. Achso, dafür die kurzen. Ja. Weil wenn ich das anders mache, praktisch einmal umdrehe, dann ist es so. Ja, ist genauso. Nee, das ist ja festgetackert. Geht um den Gurt. Ja, der ist festgetackert. Dass der richtig rum ist. Ne, der ist, achso, warte mal. Ja. Der Knopf muss ja nach andersrum. Der Knopf? Der Knopf muss nach andersrum. Der muss so hin. Ja, wenn du das falsch machst, dann lass den nur mal auseinanderbauen. Ja, weil jetzt ist es so, dass der Knopf nach innen ist. Obwohl, ach Quatsch. Ja, der muss auch nach innen, weil du schnallst sie ja an. Ach so, dass sie nicht aufdrückt und sich aufschnallt. Na, guck mal an hier. Na, guck du mal, wo der Knopf ist, ob der innen oder außen muss. Das ist das fertige Bild. Also wenn der Bügel hängt, dann muss der Knopf zum Stuhl zeigen. Zum Stuhl. Also nicht nach vorne, ja, sondern so. Ja. Na, dann ist das richtig. Dann kommt das so. Ja, ist richtig. Ja, ich habe gerade noch mal auf die anderen Bilder geguckt, wo es fertig ist. Juna, Schatzilein, wo wanderst du hin? Rum. Rum wie der Bumm. Ups. Siehst du, jetzt meckert sie wieder, weil es ihr nicht gefällt. Ja. Weil die Mama einfach wieder irgendwas macht. Babymaus. Na, da hilft doch nicht Babymaus, wenn du sie die ganze Zeit hier gegen ihren Willen umdrehst. Schnubbel du, da. Ja. Vielleicht ist sie jetzt richtig müde. Glaube ich nicht. Sie sieht jedenfalls total müde aus, Hase. Na, sie reibt sich die Augen. Oh, guck mal, die ganze Zeit. Das ist ja, weil sie mit dem Schnuffeltuch hat. Nee, auch so. So, kurze Schraube hast du immer mehr. Ja, ja. Ich habe die kurze Schraube. Ach, ist doch eine Kotzifix und Token hier. Ja. Falsche Richtung. So, jetzt muss ich aufpassen. So, fester mache ich es lieber nicht. Und jetzt? Und jetzt kommt das andere Standbein. Legst es auf die Seite und dann kannst du das andere Standbein anschrauben. Mir ist gerade mein Bein eingeschlafen. Ja, kommt vor. Ja, ich weiß. Ja, am besten du lässt das Ding liegen. Nee, ich mach's lieber so. Okay. So, dann haben wir hier das Loch. Ich muss das nämlich hier oben. So, da. Ach, Scheiße, wartet. Also, die sagen hier, dass du das hinlegen sollst und dann wie beim Ikea-Schrank. Beim Ikea. Oh, Scheiße, Ikea. Oben drauf, einfädeln und runter. Mensch. Genau.
sehe Loch nicht, jetzt. So. Nee, die untere. Ja. So? Nee. Ich sehe nicht. Und oben? Ach so, jetzt aber. Jetzt ist richtig, oder? Irgendwo ist nicht drin. Oh, mein Fuß. Nehme ich überhaupt noch auf? Ja, gut. Oh, mein Fuß. Mein Fuß ist eingeschlafen. Ich finde das nicht lustig. Papi hat Ameisen im Fuß. Oh, und ich darf mich heute, ich kann mir heute nicht mal duschen oder baden wegen dem scheiß EKG. Ich kann nur waschen. Ja, ach so, bist du da in der Protokolle tragen, ne? Möbel aufbauen. Möbelaufbau, ja. Mein Fuß tut immer noch weh, Hase. Du musst es bewegen, dann geht es schneller weg. Ich will es ja bewegen, aber ich kann es gerade nicht so wirklich bewegen. Außerdem kribbelt es ganz ekelhaft. Ja. So, wo soll ich anfangen? Oben, unten? Ich würde sagen, ich fange am besten oben an. Von oben nach unten, aber denk dran, bei dem Bügel die kurze Schraube, ne? Ja. Am besten drehst du den Stuhl rum, weil sonst siehst du die Löcher nicht. Für die So. Imbus hab ich. Ich werde das einfach mal nur so handfest machen, halbwegs. Damit ich hier noch ein bisschen. Ach nein, scheiße, egal. Ist ja sowieso alles fest. Ja. So. Ja, du kannst ihn ja den Oma testen. Ja, das ist 30 Kilo. Ich hoffe, ihr hört das. Ja. Über ihren neuen Stuhl. Damit hast du nicht gerechnet, war, dass der jetzt schon kommt? Nee. Ich hab gedacht, das ist wirklich was. Lautes Blinken. An was hast du denn gedacht, was ich bestellt habe? Irgendwas. Am Anfang hast du gedacht, wo ich gesagt habe, es war. Ja, am Anfang hast du gedacht, wo ich gesagt habe, was Großes. Ich habe das große Einhorn bei eBay bestellt, wa? Wusste nicht, was ich denn bin. Hab ich gut getrickst, wa? Sollte ja eine Überraschung werden. Ist die Überraschung gelungen? Ja. Juna, ist die Überraschung gelungen, ja? Also Juna ist auch zufrieden, so wie es aussieht. Ah, so hab ich. Eieieiei. So, Bein ist nicht mehr eingeschlafen geht. Was macht man natürlich? Man hockt sich wieder hin, schön, dass das Bein wieder einschläft. Ja, ja, hast du das schon mal gemacht? Ja, dann doch. Auf der anderen Seite können? Ja. Also auf dem Bauch drehen? Ja, bei dir oben hat sie sich Richtung Couch gedreht. Ja, Richtung Couch. Das ist anders Richtung bei dir, das ist so rum. So Richtung Couch, so. Und so zu mir hat sie sich auch gedreht. Richtung Fuchs, habe ich doch gesagt. Da hat sie auf der Couchseite gelegen und hat sich Richtung Fuchs gedreht. Und hat sie sich so gedreht, dass der Fuchs genau, der Fuchsschwanz zwischen ihrer Gusche ist. Boah. Ja. Was denn? Was hast du, mein Engel? Ja, der will gerade nicht. Wieso geht denn der nicht? Ach, ist das scheiße. Nein. Ist
denn hier? Wieso komme ich nie durch? Na, guck doch von unten lieber, wo das Problem ist. Ich komme nicht durch. Ach so, das ist schräg. Ja. Bitte? Ja. Das muss... Nicht mit Gewalt, sondern einfach mal gucken, ne? Ja, ne, das muss... Ich glaube, das ist ein falsches Brett. Das ist genau das, was unten hat ja auch gepasst. Ja. Also auf der anderen Seite. Aber das Problem ist, ich treffe hier nicht das Loch. Das ist, da müsste ich doch treffen. Ja. Ich glaube, das ist ein Anwenderfehler. Nee, geht ja nicht. Hier, guck mal. Guck mal da, kannst du sehen. Ich komme nicht richtig ins Loch vom Holz rein. Oder sind die verschieden groß, die Bretter? Die sind eigentlich alle gleich. Alle gleich? Habe ich gerade nicht das Gefühl. Ich komme da nicht durch. Ich mache jetzt einfach mal, ja, wenn ich jetzt rausmache, ja. Aber jetzt muss ich ja gucken, wie ich... Das geht doch. Ja, aber aus schräg, ist Spannung drauf. Ja, das Holz ist halt gearbeitet, ne? Scheiße. So. Muss ich mit dem Messer ein bisschen rausmachen, damit ich das Ding wieder reinkriege hier. Bloß nicht viel bewegen, ne? Ja. Na, ich hab's jedenfalls durchgekriegt. Das ist bei Holz so. Also auf der anderen Seite. Pass auf, guck mal, das Brett unten am Fuß ist raus. Sonst kriegst du es nicht fest. Ah, hier. Nee, guck mal, wo das Loch ist. Nicht einfach drauf rauen. Ist doch hier. Da. Ja. Nicht einfach nur drauf kommen. Typisch Mann. Was typisch Mann? Ja, der muss doch passen. Klopp, klopp. Ja, wenn ich. Ja, mit Gummihammer zur Not noch. Wenn es passt, passt. Wenn es vorhin nicht passt hat, muss es jetzt auch passen. So. Ich mache jetzt aber erstmal auf der Seite fest, wo jetzt hier mal rausgeht. Also im Prinzip ist es eigentlich ganz simpel. Aber halt ein Brett ist bei uns kaputt gegangen. Aber auch nur auf einer Seite, also da wird ein Materialfehler sein. Nee, ich habe die genauso festgeschraubt wie die anderen auch. Wenn hier fest ist, höre ich auf. So, fest und dann mache ich dann halt noch. Ja, dann macht's knapp. Ja, das muss ja auch, das darf ja nicht auseinandergehen. So. Noch ein Stück und dann geht's nicht mehr. So. Mhm. So, dann das hier. Und bei, also ein Brett hat einen Materialfehler und beim anderen ist irgendwie die Bohrung falsch. Die ist halt so minimal, war die höher. Und deswegen musste ich das nochmal die Schraube irgendwie rauskriegen mit dem Messer. Und dann ein bisschen Luft drin machen und dann ist halt jetzt schräg, ist ein bisschen unter Spannung. Scheiße, ja, hält. Du baust ja so nicht mehr auseinander. Du baust ja höchstens, machst oben lose. Achso, da musst du ja sowieso alles nochmal lose machen, damit du das umstecken kannst. Och. Hey! Hey, du! Hey, du! So. Hallo! Oh, wie steckst du dir den Finger? Achso, jetzt muss ich die ranmachen, wa? Die Schraubdinger unten. Damit kannst du dann ein bisschen variieren, wenn du einen schrägen Fußboden hast, Hase. Ja. Damit das Kind auch wirklich gerade sitzt und der Brei gerade zu Gusche geführt wird. Ja. So, und ich denke mal, die grauen Dinger kommen oben ran mit den vier Schrauben, die wir noch über haben. Ja. So. Fast fertig, Leute. Fast. So. Achso, die müssen dann hier festgemacht werden, hier drinne, war so irgendwie. Das musst du dann machen. Das kommt später.
Das machst du denn. Denke ich mal. Warum? So, jetzt. Eins, zwei. Und hier nochmal zwei. Sehe hier nicht den Unterschied bei richtig und falsch herangeschraubt. Hier unten im Bild. Da steht Yes und No. Also wie man das ranschraubt, aber ich sehe da den Unterschied nicht. Ah, ich sehe ihn. Da muss ich aber nochmal gucken. So. Hier, guck mal. Das Brett soll ja da ran. Und das muss, glaube ich, so gemacht werden. Dass das Knüppel da einrasten kann. Ja. Mir ist nur noch nicht ganz klar. Hier ist nochmal eine Schraube. Mir ist nur noch ganz klar, wie ich das festkriegen soll. Ja, du musst zuerst an dem Stuhl das anschrauben. Ja, ich weiß. Ich muss nur. Also ich denke mal, das kommt so. Ja, so. Mit der Schräge nach unten, ja? Mit der Schräge nach unten, oder so. Oder so. So. Aber dann ist es doof. Dann müssen wir den. So, wir müssen das so machen. Und ich glaube mit der Einkerbung nach innen. So, mit der Einkerbung nach innen muss das gemacht werden. Ach so. Ja. Ach so, ja. Also, dass diese Kerbe hier nach vorne zeigt. Nach vorne? Ja. Ach so, die ist ja da gar nicht. Stimmt, hinten ist die gar nicht. So, na, dann haben wir es doch richtig. So. Jetzt kommen die vier kleinen Schräubchen. Und dann musst du mit der langen Seite vom Imbus durch. Mit der langen Seite durch. Das hast du aber gut erklärt, mein Schatz. Na, durch das Loch und dann die Schraube abfassen. Hoppala. Na, durchs Loch durch ist immer gut. Na, durch nicht, aber rein. Das ist ein Baby hier. Die kriegt noch ja nichts mit. Also ich weiß nichts aus meiner Kindheit. Gut, ich weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Doch, das weiß ich. Da war Dago und da haben wir Döner gegessen. Apropos Monster, das ist von Jaco O. Das ist eigentlich eine Eule. Aber wir haben die ganze Zeit immer Monster dazu gesagt. Weil es so komisch aussah. Wir sind auch nicht auf den Trichter gekommen, dass das eine Eule sein kann. Und jetzt ist es halt das Monster. Und ich habe auch davon extra nochmal, weil man kriegt die nur in diesen Packungen von Rossmann, wo meine Frau sich angemeldet hat. Ich habe mich dann auch nochmal versucht anzumelden. Ging nicht. Das kriegst du auch so nicht, diese Eule von Jaco O. Die kriegst du halt wirklich nur in diesen Paketen. Von Hip oder Rossmann war das. Gesundheit. Und da habe ich dann jetzt bei eBay direkt nochmal so ein Monster gefunden, also eine Eule. Für 1 Euro noch was habe ich die gekauft. Angeblich unbenutzt, ja. Etikett abgeschnitten, sieht aus wie ich schon mal gewaschen. Aber egal. Für 1 Euro noch was und 1 Euro noch was Versand. So. Jetzt kommen die Einschiebeböden. Die Einschiebeböden? Ja, das mit dem Schnitt. Habe ich hier? Ja, das ist quasi die Sitzfläche. Das kommt mit dem Schlitz nach vorne. Ja. Und wie soll das da rein? Einfach so schieben oder was? Ja. Hätte man das vorher machen sollen?
Steht als nächster Schritt. Okay, und das hier? Das ist der übernächste Schritt. Ach, das ist der übernächste Schritt. Mhm. Kommt das hier unten oder wo? Nee, eigentlich so, dass wir stehen. Ach so. Machen wir erstmal das. So, In die oberste, 36 Monate? Nein. Also da steht 36M. Minus 36M. Ja, je weiter runter du es machst, desto größer ist es. Ja, aber das ist ganz schön straff, denn also ich krieg's nicht rauf. Nee, du hast die Kase, du musst es auch nach oben bringen. So? Ja. Links und rechts gleichzeitig. So, das Brett kommt nach, also Schlitz, also ist ja egal, wo oben oder unten. Ja, der Schlitz muss nach vorne, weil da der Gurt festgemacht wird. Aber es ist fest, Hase, ich krieg's nicht durch. Nicht rein. Da bröckelt höchstens die Farbe hier ab. Und ich hab's nicht zu fest gemacht. Doch, du musst die hier steht, du musst die Schrauben nochmal lockern. Siehst du, sag ich doch. Du musst die Schrauben nochmal lockern und es dann einsetzen. Also, da hättest du von Anfang an, das hätten die aber schon vorher sagen können. Ja, finde ich auch. Dass du die Schrauben nicht ganz fest machen sollst. Ja, finde ich auch. Schraube auf einer Seite nochmal raus, überall auf der Seite. Alle Schrauben nochmal ein bisschen lockern. Dann reinschieben und dann wieder festziehen. Also nachdem du das andere Brett auch schon so. Ist da nicht. Du musst es mehr lockern. Noch mehr? Ja, wenn es nicht reinpasst, dann musst du mehr. Ja, dann geht's aber ab wieder. Du trittst mir gleich das Heft aus der Hand. Ich mach doch gar nichts. Na, wunderbar. Jetzt geht's reif. Und wie weit hinter? Naja. So, dass es hinten ankommt, ne? In der Kerbe. Ich mach das jetzt einfach auf der anderen Seite ohne mal lose. Ist noch nicht richtig drin. Ich weiß, ich mach's lose. Jetzt kannst du mal Minimetrik. Aber warum schreiben sie denn nicht gleich, dass man das Brett, dass man nicht alles festschrauben soll? Ja, das habe ich doch gerade eben gesagt. Dann hätte ich doch nicht alles festgeknallt. Nur auf einer Seite. Ah, scheiße, das Problem ist, hier habe ich es ja so. Ich krieg's aber, wenn ich es auf einer Seite nur mache, kriege ich es nicht. Jetzt kriege ich es. Hinten ist das Brett raus, scheiße. Also unten. So, ja, dann. Muss. Das ist zu weit.
Ich glaube ja. Ja, und die Dinger fallen raus. Scheißegal. Ja. Ist hier ein So, jetzt. Ja. Nächste raus. So, jetzt. Ja, ist gut. Hat das gerade auch noch dazwischen. Ja, musst mir sagen, wo du das hinhaben willst. Naja, du sollst eigentlich die Füße abstellen, ne? Ich weiß nicht, wo Jonas' Füße sind. Kannst du bei mir mal ranklicken? Nee, geht nicht. Oh, das ist wieder kleiner, das passt. Und so weiter auseinander. Mhm. Ich hätte auch hier oben lose machen müssen. Ich bin doof, ey. Ich habe die oberen nicht. Oh. Ja, genau, die oberen muss alle lose machen. So, und jetzt? Wo ist Jonas' Füße? Hier, wa? Also hier... Dann macht es nicht kaputt. Nein, mach ich nicht. Ich muss es ja wieder hier alles reinmachen. Hier. Oh. Wusa. Ich bin die Ruhe in Person, Hase. Ich laufe hier weg, ich öle weg, aber ich bin die Ruhe in Person. Ich bin total entspannt. Also wenn jetzt nicht auf dem EKG irgendwas zu sehen ist, weiß ich auch nicht. So. Das ist auch, da können wir auch wieder was fester machen. So, hier ist auch. Hier müssen wir wieder... Ja, aber ne, bedenke, das Brett noch, ne? Ja, ja, ich muss. Ich will ja nur die Schraube reinmachen hier. Weil die raus ist, dass ich dann nicht da nachher wieder reinmachen kann. So. Soll ich mal kurz Pause machen, ausmachen, damit du Juna reinsetzen kannst und gucken kannst, wo Jonas Beine sind? Moment, Leute. So, wir fangen ganz einfach. Das erste, die erste Kerbe ist es. Weil die Kleine ja noch so Stummelfüßchen hat. Ja, du hast Stummelfüßchen. Nein, die hat schöne Beine für ihr Alter. Was hat sie? Schöne Beine für ihr Alter. Schöne Beine für ihr Alter. Und das heißt auf Deutsch? Genau richtig. Ja, ja, genau richtig. So, jetzt können wir hier erstmal wieder festschrauben. Also für das Brett steht hier übrigens, kann man auch die Schrauben angezogen lassen. Nur für die obere Sitzplatte muss man die locker machen. Ach so. Also. Na, ich lasse trotzdem halbwegs locker hier. Ja, ja doch, die passt auch so rein, ja. Ja. Nee, das ist ja halt nur für die Füße und später, wenn sie älter ist, werden die beiden Bretter umgetauscht. Dass sie eine größere Sitzfläche hat. Babymaus. Hast du es gehört, Babymaus? Dann hast du eine größere Sitzfläche. Ja. So. So funktioniert das.
hast du genau zugeguckt, wie der Papa das gemacht hat. Aber so was von. Total. Falls wir noch ein Kind kriegen, kann Juna den dann zusammenbauen. Dann wird doch der wieder benutzt. Nee. Wieso nicht? Ja, wenn Juna da noch da ist und noch nicht so alt ist. Dann brauchst du den sehr selber. Ja, der ist bis 12 Jahre alt. Bis 12. Wenn Juna denn noch da ist, was heißt denn das? Also, na Mann, nicht da ist. Mensch, du weißt, wie ich es meine. Nee. Wenn sie denn auch noch so auf nicht im richtigen Stuhl sitzen kann. Also bis... Nee, schon bis 10 Jahre. Ja, 3 bis 10 Jahre. Aber 11 und so ist auch kein Problem bei Mädchen. Die sind nicht so schwer wie Jungs. Ja, ja, ich hab ja schon. Der kippelt bei mir, weil ich total schiefen Boden habe. Ja. Und dann darf der nur an einer Stelle stehen, weil du dir dann immer, egal wo du den hintust, kippelt. Na, bei dir oben ist der Boden ja gerade gemacht worden. Da ist ja nichts mit Kippeln. Warte mal ab, wenn Schwiegermutter dann kommt. Und sie dann richtig sitzen kann und hier der Stuhl steht, dann ist sie die Erste, die sagt, ich mache Juna den Brei. Ja, dann macht das die Oma. Und den Brett, das ist ja extra, ich habe extra mit Brett geholt für jetzt. Und später, wenn sie dann größer ist, kommt das Brett, was hier rankommt, ab. Dann bleibt der so und dann kommt sie so an unseren Stuhl ran, an unseren Tisch ran. Dann konnten, weil der ist ja die Höhe, siehst du ja. Mensch, Juna. Das ist ja die Baby-Erstausstattung 2.0. Ja. Statt Bettchen kommt jetzt ein anderer Möbel. Ja. Bald kommt der Mitesser-Entferner. Das geht so schnell, dass die einfach größer werden, ohne zu fragen. Und älter werden. Haben dich nicht mal um Erlaubnis gebeten. Und du stehst da. Gerade mal Kopf größer als ein Toastbrot gewesen und auf einmal viel mehr. Und dann kommt sie denn schon. Darf ich einen Freund haben? Natürlich nicht. Mit 31 darf sie mal alleine mit jemandem ins Kino. Aber auch nur, wenn eine Begleitung mit bei ist. Die nicht der Papa ist. So. So, jetzt müssen noch die Boote befestigt. Ja, das würde ich gerne wissen. Wie soll denn das gehen? Ja, da sind Laschen. Ich glaube, kommt das so? Aber dann kommt das doch hier unten gar nicht. Hä? Guck du mal nach. Also ich habe eine Idee, aber das ist halt doof, wenn es so ist. Oh Gott, öl ich weg, Alter. Dreh mal den Stuhl zu mir. Ich dreh den Stuhl zu dir, mein Schatz. Entschuldigung, Leute, ich muss den Stuhl mal drehen. Wie hast du jetzt gedacht? Ich habe gedacht, dass das hier so rein muss. Ja. Und die müssen nach hinten. Dann dadurch. Ja, genau. Aber wie wollen wir die festmachen? Die sind ja nur so. Nee, hinten musst du, das sind zwei Hälften. Du musst einfach nur auseinanderfalten. Wo? Was machst du denn da? Wieso verstellst du jetzt die Länge? Damit was neu einstellen kann. So, wo sind zwei Hälften? Das hier? Ja, das sind zwei Hälften. Nee. Doch. Die sind zusammengenäht hier unten. Nee, das kannst du auseinanderklappen. Das? Nee. Das hier zusammengenäht? Ja.
Oder mach mal kurz aus. Das ist auch so. Das kann. Moment. So. Frauchen hat es mir gezeigt. Ich weiß jetzt, wie es geht. So. Dieses Stück, was hier umgenäht ist, das klappt man dann einfach so um. Das ist doppelt und dreifach genäht. Das ist dann wie so ein T-Stück. Also stecken wir das hier unten einfach. Ich mach mal so, dann seht ihr das. Stecken wir das hier unten einfach so rein. Müsst ihr ein bisschen Gewalt machen, weil das ist ein bisschen dick. Dadurch, was da hier umgeklappt wird, so, dann ist das hier unten. Und dann klappt man das hier so aus. Und seht ihr, dann geht es nicht mehr hoch. Genau so machen wir das jetzt auf der Seite. Einmal durch. Umgeklappt, fertig. Hier auch, so. Ne? Umgeklappt, fertig. Und schon ist es fertig. Nee, noch nicht. Noch nicht. Der Tisch muss noch ran und vorher muss noch die geilen lilanen Sachen hier ran, die ich für meine Frau geholt habe. So, dann müssen wir das hier unten nochmal abmachen. Zack. Da kommt das dann einfach rauf. Das kommt da durch. Nee, das ist mit so und Klett zusätzlich. Dann will ich, dann will ich ausflippen, wenn ich jetzt nochmal das ganze scheiß Brett hier rausmachen müsste. So. Und dann, das ist ja auch dafür gedacht, dass man das im Nachhinein noch dazu kauft. Das ist ja nicht das Originale von der Originalfirma. Weil das Originale von Safety ist so gräulich, das sah kacke aus, ehrlich gesagt. Ja, ich habe, da gibt noch ein Lila nicht. Da ist es aber anders. Das ist hierfür, das ist hier mehr ausgeschnitten und hat hier eine Polsterung. Den kann ich dir nachher zeigen bei Amazon. Das hole ich denn später. So, weil das ist extra hierfür. Nee, ich habe es erstmal nur mit dem Klett festgemacht. Und wenn das nicht reicht, kann man immer noch. Hoppala, will er hier gerade nicht. Warte. Ah. Wenn das nicht reicht mit dem Kletthase, dann können wir immer noch. Na komm doch. Immer noch fest bamseln. So, haben wir. Gut. So, und jetzt kommt das. Oh. Dann kann ich euch das nämlich gleich in voller Pracht zeigen. Ach, da muss ich das doch nochmal rausmachen. So, einmal. Zweimal. So, das kommt dann hier ran. Dann müssen wir jetzt aber erstmal gucken, dass das richtig ist. So rum. So rum. Ja. Hoppala. So. Alles Safety, Yasi. Alles hier sicher. So. Aber bevor wir das hier festmachen, müssen wir das hier erstmal reinmachen. So. Dann. Deswegen habe ich es extra was größer gemacht, dass ich das hier durchschieben kann. Alle Berechnung. So. Und hier muss es auch da durch. Also, jetzt haben wir das hier durch. So, dann müssen wir das hier noch einmal festmachen. Das ist halt für verschiedene Modelle, ist das, also auch für verschiedene Firmen. Es gibt ja nicht nur Safety, es gibt ja auch andere Firmen, die das machen. Und
Die sind da alle kompatibel mit dem Stuhl. Also falls Tienchen das jetzt guckt, Tienchen, das kommt ohne auf dich zu. Tienchen ist eine von meinen Admins, ist schwanger. Habe ich dir da erzählt. Die mit Eishockey. Also nicht sie ist Eishockey, sie guckt gerne. Eishockey ist, wie heißen die von Berlin, Hase? Eisbären. Genau, da ist sie Fan von. So. So. Ein bisschen wackelt, da müsste man dann, muss ich dann hier nochmal ein bisschen mehr festmachen. So, und so wäre er dann praktisch, wenn ihr ein größeres Kind habt. Hier ist jetzt noch ein bisschen Luft. Achso, das Brett. Achso, das muss ja hier vorne wegen Wirbel und so ein bisschen. So, müssen wir das hier noch ein bisschen knicken, sodass das hier schön aussieht. So. Und was ich dir noch vergessen habe zu erzählen, das ist abwaschbar. Also wenn sie hier ruft, das weißt du? Ich sehe das. Woran siehst du denn das? Am Stoff. Ja, das ist Stoff, der ist ein bisschen rau. Woran siehst du das? Regenjackenstoff. Ja, genau. Ja, das sehe ich. Auf einen Blick? Ja. Krasse Scheiße. Du bist gut. So, und jetzt kommt natürlich noch das Brettchen ran. So vorher einklicken. Warte. Ja, die Pinüppel nach unten. Ja, die Pinüppel nach unten, ich weiß. So. Ja. Und jetzt? So, seht ihr das? Und wenn ihr euch jetzt fragt, ich mache das mal so, wenn ihr euch jetzt fragt, wie kriege ich denn mein Kind jetzt hier rein? Ich muss ja an eine Beine ran und alles drum und dran und festschnallen und ich habe hier halt nur so eine kleine Öffnung, einmal so gezeigt, so. Dann fasst er einfach hier vorne an, so, dann zieht er das hier so, drückt er hier ein Stück vor, auf der anderen Seite. Das ist alles Übungssache. So, dass es nur so ein bisschen ins Graue rinkommt und dann könnt ihr das abziehen. Stellt das Brettchen weg. Könnt euer Kind darauf anschnallen. Auf die Beine aufpassen, logischerweise. Und dann schiebt ihr das hier wieder rauf. Müsst ihr den Pinüppel wieder reindrücken. Und dann drückt ihr das, wenn ihr keinen so einen dicken Bauch habt wie ich, mit der Hüfte oder irgendwas, einfach gleichmäßig vor. So, und schon ist es drin. Das knackt denn auch, weil die Pinüppels, die gehen dann hier hinten raus. Logischerweise, die halten das hier fest, damit das Brett nicht nach vorne rausschnellt. Ihr legt hier was ab, Kind will essen, auf einmal, fumm, und Bude ist mistig. So, ich hole mir jetzt gleich erstmal meine Küsse ab von meiner Frau, weil ich sowas Tolles geholt habe. Also ich kriege auch so Küsse von meiner Frau, aber jetzt extra. So, lieber nicht drauf auflehnen. Ist nicht für schwere Männer gemacht. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal ein Aufbauvideo. Ach, guck mal, da ist auch ein Dodo dran, Hasi. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ihr konntet euch damit einen kleinen Gefallen tun. Ich hoffe, ihr konntet werdenden Eltern oder die Leute, die schon Eltern sind, also Mamas und Papas, Omas und Opas, vielleicht helfen beim Aufbau, dass es eigentlich ganz easy ist. Link findet ihr zum Stuhl und zu dem Bezug in der Videobeschreibung. Gibt es auch in anderen Farben, auch für Jungs. Und den Stuhl gibt es auch in anderen Farben. In Schwarz, in Grauschwarz, in Holz, in Grau. Ich weiß es nicht, ganz vielen Sorten. Passt da aber bitte auf, welchen ihr kauft. Es gibt das normale Basic-Modell. Das ist ohne Tischplatte für 39, 49 so in dem Dreh. Und dann gibt es das mit Tischplatte und dann gibt es noch den mit Bezug. Dann braucht er den nicht kaufen, den ich jetzt gemacht habe. Da ist Bezug mit bei, der sieht aber hässlich aus. Aber egal, müsst ihr selber wissen. Ist Geschmackssache. Und der ist, glaube ich, nur Stoff, also ein bisschen gepolstert. Der ist nicht so dick gepolstert wie der.
Und ist Stoff, also wenn der dreckig ist, müsst ihr dann waschen. Und hier könnt ihr einfach auch mit einem Lappen rüber waschen. Egal. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was helfen. Wenn es euch gefreut hat oder gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Ich schwitze. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Ich habe immer noch, kann ich ja mal zeigen, hier, oh, EKG dran. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.